Eigentlich sollte das Team of the Year eins der besten Events werden. Mittlerweile kann man gut sagen, die ersten zwei Tage waren eine reine Katastrophe. Real Talk vom Feinsten, ich bin mal wieder da. Let's go. An die smarteste Community auf YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Es ist mal wieder Real Talk Zeit und ihr wisst es ja ganz genau. Der Chris, der ist jemand, der sehr gerne einfach seine Meinung äußert. Ihr wisst es genau, ich bin auch kein Gamechanger mehr, ich bin nicht mehr mit EA verpartnert, wo ich gerade eben übrigens sagen muss, ich bin froh darüber. Trotz alledem möchte ich euch meine Meinung mitteilen und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir das Ganze sachlich unten in den Kommentaren diskutieren können. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich persönlich erstmal riesig freuen, wenn ihr dem ganzen Video erstmal einen Daumen nach oben gebt. Sehr gerne auch ein kostenloses Abo, das wäre sensationell. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und damit wollen wir eigentlich reinstarten, doch davor noch ganz kurz Werbung. Denn wie ihr wisst, gibt es ja meinen Partner OneFootball mittlerweile schon seit 3 Jahren. Es ist die App, die ich mit am meisten nutze. Und es stehen Winter-Upgrades an. Wintertransfers, die Transferperiode geht natürlich ist am Start. Und ich habe euch ein Video hochgeladen, zum Beispiel, in was ihr investieren könnt. Gerade was Wintertransfers angeht. Und gerade OneFootball ist da sehr, sehr gut informiert. Deswegen, Link dazu ganz oben in der Videobeschreibung. Ladet euch die App runter. Da könnt ihr nicht nur in irgendeiner Art und Weise nachgucken, wer ist gewechselt. Nein, ihr könnt euren Lieblingsverein raussuchen. Ihr könnt verschiedene Pressekonferenzen nachlesen. Was es Neues zu euren Lieblingsvereinen gibt, zu euren Lieblingsnationen. Aber vor allen Dingen gerade auch für Wintertransfers, für OTWs, für Road to the Finals oder auch alle anderen dynamischen Karten ist diese App absolut empfehlenswert. Sie ist komplett kostenlos. Könnt ihr euch einfach mal gönnen, ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Gehen wir jetzt rein in die ganze Thematik, davor möchte ich mich aber persönlich bei euch nochmal da draußen, beziehungsweise bei dir da draußen entschuldigen, denn es geht um den Beitrag, den ich vor 2 Tagen gepostet habe, und zwar habe ich den Beitrag gepostet, dass wir live sind und dass anscheinend kein Totti am Freitag kommt, sondern erst am Montag. Und ich weiß nicht, ob viele dieses anscheinend überlesen haben, weil anscheinend gilt für mich als Interpretationssache, dass es sein kann oder auch nicht. Aber ich möchte mich einfach für diese Ausdrucksweise entschuldigen. Denn ihr habt vielleicht auch das Video gesehen, vielleicht auch kein Totti, das am Donnerstag rauskam, am Freitag. Und da habe ich auch gesagt, dass die Leaks, die wir bekommen haben, mit Objective Thiago, mit Flashback Kanté, mit Moments Müller, dass das Ganze vielleicht, oder beziehungsweise, dass ich denke, dass das Ganze nicht genauso stattfinden wird. Das Team of the Year fand ich völlig legit, aber ich bin mir relativ unsicher gewesen, ob diese Leaks stimmen und ob das Ganze am Montag kommt. Ich habe das Ganze einfach nur in dem Beitrag aufgefasst. Trotz alledem war das mein Fehler und ich stehe meine Fehler ein und deswegen möchte ich mich ganz kurz bei euch dafür entschuldigen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich bin auch nur ein Mensch und mache auch manchmal Fehler. Kuss geht trotzdem raus. Gehen wir auf die Thematik Team of the Year, ein Team of the Year Real Talk. Ich habe unfassbar viele Nachrichten heute bekommen bei Instagram. Eine möchte ich euch vorlesen, beziehungsweise möchte ich die mit euch zusammen durchgehen. Und zwar, das Ganze bleibt anonym, aber Jos Maxi, bitte, bitte mach morgen das größte Punkt-Punkt-Punkt-Video gegen EA, was es gibt. Wir haben als allererstes, und da kommen wir zum allerersten Punkt, keinen Contentplan bekommen, was überhaupt wann kommt. Das ist der erste Punkt, den ich genauso kritisieren muss. Klar, das Team of the Year wurde gehypt, gar keine Frage. Und klar, die Leaks sind entstanden, aber diese Leaks sind nur entstanden, weil wir von EA keine Benachrichtigung hatten, wann und wie das ganze Team of the Year abläuft. Ja, das war für uns ganz, ganz schwierig zu predikten, weil, und das ist schon das ganze Jahr, beziehungsweise die letzten Jahre ein riesengroßes Problem gewesen, EA mit ihrem Direct Communication Twitter-Kanal absolut nicht mit uns redet. Wir wissen nicht, was in irgendeiner Art und Weise passiert und was uns erwarten könnte. Ja, wann kommt zum Beispiel der 12. Spieler? Kommt ein Youth Player of the Year? Die haben irgendwelche fragwürdigen Sachen gepostet, wo immer wieder Gerüchte entstanden sind und das, meiner Meinung nach, muss ich kritisieren, weil das kann so nicht sein, denn so wäre auch niemals ein Video entstanden. Kommt das Team of the Year jetzt am Montag? Kommt es am Freitag? Warum machen sie ein Video, wo da steht, es kommt nur am Freitag die Bekanntgabe und warum soll das heißen, dass es dann auch veröffentlicht wird. Ja, statt einfach zu sagen in einem Video, hey, passt auf, Bekanntgabe plus Veröffentlichung 18 und 19 Uhr, Abfahrt ist angesagt. Das zweite Thema, was er aufgefasst hat, sind keine Lightning Rounds am zweiten Tag des Team of the Year. Ihr wisst genau, FIFA Points, Aufladen, ich halte es immer für kritisch, ich sage es euch auch so, wie es ist, gerade als Privatperson würde ich euch immer empfehlen, hey, ladet keine FIFA Points auf. Aber, und darüber müssen wir müssen das teilen. Und zwar geht es um die Content Creator. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass natürlich nicht nur der Hate, der jetzt gestern um 19 Uhr entstanden ist und der sich über den kompletten Abend eben gezogen hat, dass das nicht nur um die Lightning Rounds geht. Definitiv nicht. Aber, und das müsst ihr euch vorstellen, es fahren verschiedene Leute 4 Stunden zu jemandem, um supergeile Streams
Streams zu haben. Es machen Leute 72-Stunden-Streams. Es bereiten sich Leute vor, um zu sagen, hey, ich habe die Packs aufgespart, ich bin jetzt fertig, ich habe mir den Samstagabend vielleicht freigenommen, um meine 200 angesparten Packs zu ballern. Es kam keine einzige Lightning Round. Und natürlich sage ich jetzt nichts dagegen, hey EA, das ist eine Katastrophe, aber ich kann es absolut nachvollziehen, dass viele von den Leuten, die vielleicht auch das Ganze nutzen, die FIFA Points aufladen, weil sie das Geld dazu haben, weil sie wissen, hey, das Geld ist danach weg, das muss man einfach so sagen, es ist ein gewisser Glücksspielfaktor drin, darüber brauchen wir auch nicht reden, die aber trotzdem sagen, ich weiß, was ich tue, ich verdiene mein eigenes Geld, ich möchte das Geld in mein Hobby stecken, und zwar FIFA, dass die natürlich sauer sind. Das kann ich absolut nachvollziehen, und gerade auch, wenn wir in Trade-Hinsicht reden, können wir auch wieder sagen, es kam keine Lightning Rounds, das bedeutet, wir konnten nicht gut flippen, wir konnten nicht gut investieren oder vielleicht auch erbieten. Aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall bin ich mit der Meinung, was FIFA Points, Lightning Rounds angeht, definitiv fein. Ich kann es absolut verstehen, dass gerade Content Creator sich darüber beschweren. Als Privatperson, wie gesagt, und ihr wisst es genau, ich bin VGO-Partner. Vielleicht wissen das überhaupt keine Leute von euch, weil ich das nie promote. Weil VGO bedeutet PSN-Karten, und von den PSN-Karten könnt ihr euch FIFA Points kaufen. Ich möchte das nicht so groß promoten, denn ich weiß, mit den FIFA oder mit den PSN-Karten, die ihr vielleicht kauft, holt ihr euch FIFA Points. Das möchte ich nicht unbedingt. Lieber macht das alles ohne. Klar könnt ihr euch da andere Spiele kaufen, ihr könnt mich auch unterstützen, was das angeht, aber ich möchte nicht den Anschein bewirken, dass ich sage, hey RTG, und mach dafür dann extrem viel Werbung für jemanden, der zum Beispiel PSN-Karten verkauft, der FIFA-Points oder womit du FIFA-Points aufladen kannst. Wir kommen aber allerdings zu einem ganz großen Punkt, über den wir reden müssen, und zwar hat derjenige auch geschrieben, keine einzige SBC, weder Upgrade noch Flashback noch Punkt, einfach nichts. Eins muss man dazu sagen, wir werden definitiv keine 19 Uhr Content wahrscheinlich mehr sehen, ja, weil das Ganze wird jetzt immer 20.30 Uhr veröffentlicht, denn heute 20.30 Uhr hatten wir wenigstens, ja, einmal das 83 plus Doppel-Upgrade Set für die Stürmer plus eine Team of the Year Billo Challenge. Aber, und wir haben einen ganz großen Punkt, der mir unfassbaren Hals bringt, und zwar ist das die Promotion von SBCs, von wiederholbaren SBCs. Es gibt unfassbar viele Leute, die gerne ihre Packs schon gezogen hätten, die sie angespart haben, wollen aber warten, bis die Upgrade-Packs draußen sind, um einfach das Ganze zu recraften. Heißt, dass ihr halt nicht unnötig irgendwelche seltenen Spieler oder sonstiges abstoßt. Genauso geht es mir. Ich bin ein RTG-Spieler. Als RTG-Spieler, heute um 19 Uhr, saß ich da und habe mir gedacht, was kannst du jetzt machen? Welchen Content kannst du in irgendeiner Art und Weise deiner Community im Livestream bieten? Und klar, ich bin mir auch sicher, dass die Upgrade-Packs kommen. Ich hoffe so sehr, dass sie heute Abend kommen. Das ist für mich, das wäre für mich meine Lebensversicherung. Aber ich kann persönlich 0,0 machen als FIFA-Content-Creator, wenn nichts rauskommt, was grindable ist. Den Suarez habe ich abgeschlossen. Andere Aufgaben habe ich abgeschlossen. Keine SBCs sind draußen, ich bin kein guter Gameplay-Spieler. Weekend League zu streamen ist vielleicht auch nicht so meins. Draft spielen bin ich auch nicht gut genug. Aber im Endeffekt, was soll ich denn dann machen? Ich kann nichts machen, außer die Möglichkeit oder auf die Möglichkeit zu hoffen, dass du da draußen vielleicht deine Packs zur Verfügung stellst, die ich mir im Stream angucken kann. Aber für mich persönlich ist der Grind-Faktor, den wir gerade eben beim Team of the Year haben, zum jetzigen Zeitpunkt eine absolut geisteskranke Katastrophe und ein riesengroßer Lose für alle diejenigen und ein absoluter Arschtritt für diejenigen, die Road to Glory machen, die keine FIFA-Points reinstecken, denn es kamen nur gestellte Packs, du konntest nur 19 Uhr Packs ziehen oder Weekend League spielen. Das ist das Einzige, was du machen konntest, wenn du zum Beispiel noch keine oder wenn du schon alle Ziele abgeschlossen hast. Und das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Fang meinetwegen an, EA. Fangt wenigstens an mit 80 plus Player Picks. Fangt meinetwegen an mit 81 plus Doppel Upgrades. Mit 81 plus normales Upgrade. Fangt an meinetwegen mit dem Team of the Week Upgrade. Irgendwas, was in irgendeiner Art und Weise relativ rentabel ist, beziehungsweise was wir grinden können, wo ich sage, ich habe Content für euch, beziehungsweise wo ihr sagt, hey, ich kann mal endlich Samstagabend entspannt mal ein paar Upgrade-SBCs machen. Klar, es gibt die Möglichkeit, BPM zu machen. Bronze-Pack-Methode geht super gut. Es sind fast alle Ligen-SBCs draußen, ne? Aber was bringt es mir, 8 Stunden lang BPM zu machen, um dann im Endeffekt nichts wirklich Großartiges ziehen zu können, weil, und das ist der große Faktor, gerade bei BPM, du brauchst definitiv eine Grundlage. Und die Grundlage dauert stundenlang. Und klar, haben wir die auch schon angefertigt, aber viele von euch da draußen vielleicht noch nicht. Und dem wird dann irgendwann langweilig, einfach mal 5, 6, 700, 800 Bronzepacks zu ziehen und dann sich vielleicht auch noch zu beschweren, hey, Bronzepack-Methode klappt irgendwie nicht, weil sie vielleicht einen wichtigen Schritt vergessen haben. Aber, und das ist ganz wichtig, zum jetzigen Zeitpunkt, was das angeht für RTG-Spieler, ist das Team of the Year eine absolute Katastrophe und ich hoffe unfassbar sehr, dass EA es nicht
sich irgendwie einredet, hey, wir müssen erst Upgrade-Packs bringen, wenn alle Team of the Years zu ziehen sind. Weil dann wird die Woche für uns persönlich als RTG-Spieler, als Free-to-Play-Spieler, wenn man das Spiel rausrechnet, ganz, ganz schwierig werden, ne? Und leider Gottes für mich ein riesengroßer Lose werden. Machen wir weiter mit den nächsten zwei Punkten. Gut, das ist jetzt nicht so für mich entscheidend, aber wir haben kein Totti-Pack-Design und wir haben keine Totti-Pack-Animation. Kennt ihr noch die Totti-Pack-Animation von FIFA 20, wo der schöne, ganz entspannte, blaue, ja, ihr wisst, es wurde was ausgelegt, Teppich ausgelegt wurde. Es ging extrem scharf, wenn du ein Team of the Year gezogen hast. Sah super, super geil aus. Jetzt sieht es so aus, als würde es ein Champions-League-Spieler ziehen. Gut, ist eine Sache, kleine Sache. Darüber kann man meckern, muss man aber nicht. Aber gerade die kleinen Dinge machen natürlich manchmal auch das Spiel. Oho, dazu haben wir kein Totti-Pack-Design. Okay, ist vielleicht auch nochmal ein bisschen eine Sache, was designtechnisch einfach ohne Probleme möglich gewesen wäre. Aber wir haben beides einfach nicht im Spiel. Die größte Sache, die habe ich nämlich am Freitag mitbekommen, wo das Team of the Year rausgekommen ist. Und zwar, ja, sind die Server. Und die Server aus dem afrikanischen Urwald, schreibt gerade, hat derjenige geschrieben. Und zwar hat man das gemerkt, wenn du Packs gezogen hast, du hast ungefähr 5 Sekunden warten müssen, bis du überhaupt weiter skippen konntest. Weil das einfach nicht, es hat nicht funktioniert. Auf PS4 nicht, auf PS5 nicht. Die Server haben nicht funktioniert. Weekend League brauchen wir nicht drüber reden. Viele sind überhaupt nicht um 19 Uhr ins FIFA reingekommen. Klar. Das Thema Server, das haben wir schon weiß nicht wie viele Jahre angesprochen. Es funktioniert nicht, es passiert nichts, es ist eine Katastrophe, brauchen wir nicht drüber reden. Aber im Endeffekt muss da was geregelt werden. Ich glaube, sie werden auch was regeln, beziehungsweise sie versuchen es zu regeln, bekommen es aber leider nicht hin. Der letzte Punkt, der reingekommen ist, ein Patch, der bei Paint entwickelt wurde. Gut, ich sag's mal so, ich bin nicht der beste Gameplay-Spieler, das wissen wir alle. Ich bin nicht der beste Weekend League-Spieler, ich lege eher Fokus auf andere Sachen, Menü-Content und so weiter. Das mit dem Patch ist natürlich wieder eine Sache, die jeder sieht, wie er es eben für sich selber sieht. Manche kommen damit super gut klar, wie zum Beispiel Pato, der feiert es. Manche feiern es eben nicht, dass sie über Steiger runtergenommen wurden oder zurückgesetzt wurden und nicht so OP mehr sind. Das ist wieder eine Sache, die kann man diskutieren, muss man nicht. Aber im Endeffekt, klar, EA versucht das Spiel besser zu machen. Wir wissen aber auch ganz genau, dass gerade die Patches zum Januar hin, Ende Januar hin, gerade die jetzt auch rausgekommen sind, meistens immer sagen, das Spiel ist nochmal eine komplette Kehrtwende. Kommen wir aber noch zum allerletzten Punkt, der ist mir gerade eingefallen. Und zwar die Team of the Year Upgrades. Wir haben einen Lewandowski und ich weiß nicht, wie EA darauf kommt, dass er nur 98er Rating bekommt. Der Typ hat alles gewonnen, der hat alles in den letzten Jahren zerbombt. 98er Rating Lewandowski, kein 99er. Dazu haben wir Upgrades, die eine reine Katastrophe sind. Ich habe schon, wahrscheinlich, es sind wieder Leaks, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe andere Karten gesehen. Wenn der Bräune heute um 19 Uhr nur mit 74 Def zum Beispiel kommt, so war nämlich seine Karte, allgemein die Karten, den Davis bei 98 Tempo jetzt liegt und eine 93er oder 92er Karte kriegt, wieder nur mit 98 Pace, dann frage ich mich, EA, warum sagst du, das Team of the Year, die Team of the Year Spieler sind die besten Karten, die es mit dem Spiel gibt, wenn die Upgrades einfach nur noch, statt letztes Jahr, übrigens letztes Jahr hat Ronaldo 15 Füßes bekommen, dieses Jahr 8 Füßes, dass die Upgrades von so hier in den letzten Jahren auf so runtergeschrumpft wurden, ne? Wo du sagst, ein Team of the Year hat sich das ganze Jahr hin einfach nur den Arsch aufgerissen, ne? Man muss es so wirklich sagen, ne? Und dann kriegst du als Lewandowski die Werte, die vielleicht nicht so gut sind, wo man natürlich denkt, als Team of the Year, da muss alles geisteskrank sein, bekommst du einfach nur eine 87er Ausdauer als guter alter Lewandowski, ein 84er Agility-Wert und ja, da frage ich mich halt, ein 91er Pace, okay, gehe ich vielleicht mit, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Das gleiche gilt für Ronaldo Team of the Year, der hat auch, gut, ob es jetzt verdient ist oder nicht, sei es drum, aber auch er hat nur ein ganz geringes Upgrade bekommen und hat trotzdem im Gegensatz zum letzten Jahr nur 80 Ballons. Der Typ hat nur 80 Ballons, obwohl der einen fucking Team of the Year hat. Ich persönlich finde einfach, dass die Upgrades, die sie heute dieses Jahr gemacht haben beim Team of the Year, leider Gottes nicht mehr dementsprechend, was sie sagen. Es sind eines der besten Karten im ganzen Spiel. Ich gehe davon aus, dass übrigens Mbappé drin ist, finde ich persönlich statt Messi eigentlich Frechheit, weil ich gefühlt jede einzelne Umfrage gesehen habe und immer Messi mit Abstand, mit über 50% Abstand vor Mbappé war. Ob das Ganze im Vertrag festgehalten wird, vage These, vage Behauptung, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde einfach,
diese Team of the Years wurden sogar upgraded, dass sie zum Team of the Season nochmal ein Plus 1 bekommen können. Das bedeutet, wir werden einen 99er Ronaldo zum Team of the Season sehen, einen 99er Lewandowski und einen 98er Mbappé vielleicht zum Team of the Season. Ich gehe davon aus, dass deswegen EA leider Gottes die Upgrades nicht so gemacht hat, wie sie vielleicht sein müssen. Im Endeffekt sind das Upgrade von einem 94er, der 3,4 Millionen kostet, Ronaldo, zu einem 5 Millionen teuren Team of the Season sind 8 Füße nur, 5 Pace, 3 Schießen, 4 Passen, 4 Dribbling, 7 Def. Gebe ich für so ein Upgrade wirklich 5 Millionen mehr aus? Das ist die große Frage. Im Endeffekt müssen wir schauen, was passiert. Ihr wisst es genau, ich bin ein Mensch, der sagt, was los ist, der die Fresse aufmacht, der einfach auch mal sagt, was er denkt. Es kommt nicht bei jedem gut an, darüber brauchen wir nicht reden und ich sehe auch jetzt schon wieder die Kommentare, Chris, warum dingest du die ganze Zeit rum? Weil das mein Beruf ist, weil ich das Spiel liebe, weil ich das Spiel hasse, weil es eine Hassliebe ist und einfach mal Klartext reden will, was ich über diese ganze Sache halte. Und im Endeffekt, wenn keiner den Mund aufmacht, was passiert dann? EA macht halt sonst gar nichts. Ja? Und klar bin ich kein Gamechanger, aber vielleicht kommt darauf EA, vielleicht sieht das EA und das werden auch noch vielleicht mehrere Leute machen und der Discord oder die WhatsApp-Gruppen von den ganzen FIFA-Content-Creatern, die werden damit auch geflutet. Ich meine, Broski hat, glaube ich, eine Sprachnachrichten an den Community-Manager in Deutschland geschickt. Wir müssen halt was dagegen tun und da bringt es uns persönlich nichts zu sagen. Ich war nicht im Livestream, konnte das jetzt so übelst krass und habe jetzt in der Reichweite von 70.000 Zuschauern und kann das Ganze eben großartig rausposaunen. Nein, ich benutze einfach das Video dazu, ich benutze meine Reichweite, um einfach den Leuten zu zeigen, das passt mir nicht. Ich würde es halt anders machen. Ich bin einfach ein ehrlicher Mensch, ich bin eine ehrliche Haut und auch ich mache Fehler, darüber brauchen wir nicht reden, dafür entschuldige ich mich auch sehr gerne und sehe das Ganze ein. Aber trotz alledem muss einfach mal Real Talk geführt werden. Das war für mich jetzt einfach der Fall. Im Endeffekt könnt ihr persönlich entscheiden, ob ihr das Ganze genauso seht. Wie gesagt, ich würde mich riesig freuen, wenn wir sachlich darüber reden. Alle, die nicht sachlich bleiben, alle, die beleidigen oder sonstiges, werden auf diesem Kanal strikt gebannt. Das habe ich jetzt mittlerweile seit mehreren Monaten so eingeführt. Macht das sehr gerne, dann seid ihr aber nie wieder auf diesem Kanal vertreten. Ganz einfaches Prinzip, ich möchte meine Community ein Stück weit erziehen, dass ihr einfach sagt, wir gehen respektvoll miteinander um und da geht es halt nicht darum, wie gut ist ein Spieler, wir messen keinen Spieler an den Weekend-League-Ergebnissen, wir messen keinen Spieler an Trading-Erlösen und vor allen Dingen messen wir keinen Spieler in irgendeiner Art und Weise oder YouTuber an meiner Haarfrisur, an irgendwelchen anderen Sachen oder. Es geht rein um die Person und ich glaube, wir sind alle super, super nette Menschen, wenn wir uns persönlich kennenlernen würden. Ne? Im Internet kann man große Töne haben, dulde ich aber einfach nicht und deswegen werdet ihr deswegen auch einfach weggebannt. Das soll es gewesen sein. Wie gesagt, nochmal ein dickes Sorry wegen dem Beitrag und dem ganzen Zeug, was ich am Donnerstag rausgehauen habe. Es tut mir extrem leid. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Liebe geht trotzdem raus an jeden Einzelnen. Vielen, vielen Dank. Und das muss ich auch sagen. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der jedes Mal meine Videos schaut, der kommentiert, der abonniert, der an den Streams vorbeischaut, der bei Instagram mir gefolgt ist und. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank. Ich bin euch sehr, sehr dankbar. Das müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. Nicht nur ich, sondern alle Content Creator, wir sind euch unfassbar dankbar. Aber auch wir sind nur Menschen, auch wir sind nicht fehlerfrei. Auch wenn wir eine Vorbildsfunktion haben, kann das vielleicht auch mal passieren, dass wir das vielleicht ein bisschen, leider Gottes, nicht so optimal lösen. Aber wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Und wenn wir leider Gottes Beleidigungen sehen, dann geht das definitiv in den Kopf rein, das geht definitiv auf die Psyche. Und ich würde jeden Einzelnen bitten, einfach mal zu hinterfragen, was ihr im Internet preisgibt. Das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kuss geht raus, euer Chris und ciao, ciao. Heute ist übrigens wieder Livestream. Und los!